Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Westlake Cryptovision. Jetzt gleich ganz am Anfang eine kleine Vorschau auf das nächste Video. Da gehe ich ja mal ein bisschen genauer auf die SEC und Gary Gensler ein. Was der jetzt davon hält, keine Ahnung. Naja, ich weiß nicht, was er uns jetzt damit sagen will. Vielleicht wisst ihr es, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn euch gefällt, was ich tue. Ansonsten wieder der Hinweis, ich mache keine Anlage- oder Finanzberatung. Aber ich bin nochmal ganz groß in XRP investiert, in das Krypto vom Unternehmen Ripple. Und das ist heute Hauptthema in diesem Video. Und da springe ich gleich mal rein in die ersten News. Das finde ich hochinteressant. The Bearable Bull schreibt, Robinhood hat Bitstamp gerade übernommen. Erinnert mich an eine bestimmte Bewegung, die Ripple vor einiger Zeit gemacht hat. Die Dinge beginnen sich für einen Ripple XRP-Sommer aufzuheizen. Und hier zeigt er eine Meldung von The Block vom Mai letzten Jahres. Und hier geht es eben darum, dass Monica Long, die Präsidentin von Ripple, erklärt hat, warum Ripple hier einen größeren Anteil, ich glaube 40% von Bitstamp übernahm. Und dann gleich hinterher die heutige Meldung mit der Ankündigung, dass Robinhood eben Bitstamp übernimmt, um eben das Geschäft für Europa, England, Asien und die USA auszubauen. Hochinteressanter Stoff. Während also hier Robinhood weiter Gas gibt, lese ich das hier von Ripple. Ripple arbeitet mit Clear Junction zusammen, um grenzüberschreitende Zahlungen in, tja, gerade eben gesagt, Großbritannien und der EU zu verbessern. Und hier ist auch Wrath of Kahneman näher darauf eingegangen. Ripple hat mit Clear Junction für grenzüberschreitende Zahlungen in Großbritannien und der EU zusammengetan mit. Eine Vielzahl neuer Währungen soll noch in diesem Jahr für Ripple-Kunden eingeschaltet werden. Craddock, Managing Director für Europa, merkte an, Clear Junction hat bereits enge Beziehungen zu einer Reihe unserer bestehender Kunden. Welche bestehenden Kunden? Flutterwave und vielleicht Kraken kommen mir in den Sinn. Wer sonst? Interessanterweise kauft die Clear Junction im Jahr 23 Alteryx, ein Unternehmen, das Fiat auf Blockchain packt. Der Clear Junction CEO lieferte hier die Begründung, um mit der offensichtlichen Marktrichtung Schritt zu halten, mit einem Link zu LinkedIn. Da hat er sein Unternehmerprofil. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Also kommt ihr jetzt praktisch mit dem Link unten von Rathoff auf den Twix-Account und dann auf die Seiten, die hier gezeigt werden. Dann komme ich mal zu Prognosen, die muss ich jetzt mal raushauen. Ich finde die immer ganz witzig mit einem ganz wichtigen Hinweis von mir. Aber zuerst diese hier. XRP auf 110 US-Dollar. Analyst deutet auf bevorstehenden Schub, basierend auf den 44-Daily-Muster hin. Naja, und da geht er natürlich ein auf das hier, wie immer. Das ist nun mal das zweite Dreieck, das sich hier formiert. Und hier sehen wir dann im 44er-Tageschart, hat er einfach hier mal den Anschub hier genommen aus 2017, hat es da vorne rangepackt und dann geht es auf 110 Dollar. Doll, nehme ich. Aber das sind natürlich erstmal, das ist ja Kindergarten. Kindergarten. Das finde ich viel witziger. Krypto-CEO enthüllt die Faktoren, die den XRP-Preis auf 10.000 Dollar treiben werden. 10.000 Dollar pro XRP, wohlgemerkt, Freunde. Aber wer sagt das? Es ist ja auch kein Unbekannter. Simon McLaughlin, der Chief Executive Officer von Uphold, einer cloud-basierten Finanzdienstleistungsplattform, hat sich trotz des stagnierenden Preises der Kryptowährung optimistisch über die XRP-Preisaussichten geäußert. McLaughlin prognostiziert, dass der XRP-Preis auf bis zu 10.000 Dollar steigen und damit den Wert der zweitgrößten Kryptowährung der Welt, Ethereum, übertreffen könnte. Ein Kryptoanalyst, der auf X bzw. ehemals Twitter als Krypto-Sensei identifiziert wurde, hat eine optimistische Vorhersage für XRP veröffentlicht, wie McLaughlin artikuliert. McLaughlin hat mehrere Faktoren skizziert, die den Aufstieg von XRP auf neue All-Time-Highs voran
treiben könnten. Aber auch hier wieder der Hinweis, vielleicht in Jahren, wenn 80% von alle Tokenisierung, CBDCs, digitale Zahlungen, alles auf XRP Ledger laufen würde oder wird, wir wissen es nicht. Aber Crypto Sensei selber sagt in seinem Video, dass das irgendwann mal, vielleicht unter Umständen. Darum, ich bin Investor. Verkaufe ich alle meine XRPs? Nein, ich werde natürlich einen Teil behalten, wie viele andere eben auch. Denn die Welt dreht sich eben und die Welt läuft Richtung Krypto. Aber bleiben wir jetzt mal eben bei der Meldung mit den 10.000 oder 110 und reden wir mal über die Unruhe der Entwickler auf dem XRP-Ledger. Krippenreiter. Ein sehr schöner Tweet. Drama hat die XRP-Ledger konsequent unterdrückt. Der XRP-Ledger hat sich in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt und verbessert, seit ich vor einigen Jahren dem Ökosystem beigetreten bin. Und obwohl er keineswegs perfekt ist, nichts ist perfekt, Freunde, ist eines konstant geblieben. Kontinuierliches Drama. Es ist nicht all the money, sondern all the drama. Mehr als jede technische Angelegenheit glaube ich, dass das tägliche Drama einer der Gründe ist, der neue Entwickler oder Benutzer stark davon abhält, dem Ökosystem beizutreten. Nicht Ripple, dem Konsensmechanismus oder irgendetwas anderem. Ich bin einfach froh, immer wieder von Leuten zu hören, die über Apex sprechen und wie sehr es sich von der Toxizität in den sozialen Medien unterscheidet. Pompous Maxi geht auch da nochmal darauf ein. Ich sage Ihnen, unser Influencer-Spiel ist schwach mit einem Lachsmiley. Geben Sie Ripple die Schuld, so viel Sie wollen. Aber einige unserer beliebtesten Influencer tun nichts anderes, als XRP schlecht zu reden und die Hunderte von Projekten auf dem XRP-Ledger zu ignorieren. Auch da hat er recht. Das Ökosystem schreitet voran. Entwickler haben wir natürlich nicht so viel wie jetzt zum Beispiel auf Solana oder auf Ethereum. Apropos Solana, sind ja Haufen Meme-Coins unterwegs auf Solana. Da passieren auch schon mal, ich will nicht sagen witzig, aber doch, hallo, schaut selbst. Mario Naval, Solana-Entwickler setzt sich selbst in Brand, um seine Meme-Münze der zu vermarkten. Der Solana-Meme-Coin-Entwickler Mikol, Gründer des kürzlich eingeführten Truth or Dare, Abkürzung der Tokens, wollte ein unvergessliches und aufmerksam starkes Livestream-Launch-Event schaffen. Er übergoss sich mit Isopropyl-Alkohol und ließ seine Freunde während der Veranstaltung Feuerwerkskörper in seine Richtung schießen. Und der schlimmste Fall trat ein. Er fing Feuer. Die Gruppe war auf dieses Ereignis nicht vorbereitet und versuchte, das Feuer mit Wasserflaschen zu löschen. Er wurde mit Verbrennungen dritten Grades, die fast ein Drittel von Mikols Körper betrafen, in ein Traumazentrum gebracht. Er holt sich derzeit in einem Krankenhaus in Miami. Von mir und ich glaube von uns allen alles Gute. Nun, wenn ich schon in einer Garage oder sonst irgendwo irgendwelche Memes entwickle, dann mache ich anderes, als mich mit Alkohol zu überschütten und mit Feuerwerkkörpern auf mich schießen zu lassen. Dann zum Abschluss habe ich noch eine Meldung und zwar habe ich ein paar Mal schon erwähnt in den Videos und die Aussage kam von Monica Long, dass im Juni der Stablecoin auf dem XRP Ledger kommen wird, also der Stable US-gedeckter Stablecoin von Ripple. Und dann lese ich jetzt eben das hier in einem Interview. Spricht Ripple-Präsidentin Monica Long über die Aussichten für die Kryptomärkte und sagt, dass das Unternehmen wahrscheinlich noch in diesem Jahr einen US-Dollar-Stablecoin auf den Markt bringen wird. Auch hier, dieses Video geht über 4 Minuten. Ich habe es jetzt nicht rein, nicht mal auszugsweise, aber gut Ding will Weile haben. Mehr sage ich dazu nicht. Falls ihr Lust habt, heute um 20.15 Uhr, heute auf KSNC Krypto Stammtisch, ich bin dabei, Avon2626 auch und natürlich Kevin. Und andere, vielleicht sogar wieder Bitcoin Dani, der ja schon wirklich seinen Stammplatz hat am Stammtisch. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit und bleibt gesund. Freut euch aufs nächste Video. Und ansonsten XRP Ripple Video
beende ich immer gleich: Why do I hold XRP? Bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payment options. Action Payments Task Force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at Swift? Former Swift board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former Chief Business Officer at Uber? Former VP of Amazon and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojoloop, IMF's High-Level Advisory Board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.